Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich euch über Cadmus, den ältesten Sohn des Königs Adenor, erzählen. Doch bevor ich anfange, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, das Glöckchen zu aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Schon seit einiger Zeit war Europa, die Tochter des Königs Adenor, verschwunden. Und der König war sehr traurig. Er rief seinen ältesten Sohn zu sich, Cadmus, und sagte ihm: Geh und finde meine Tochter, ich will meine geliebte Tochter wiedersehen. Und wage ja nicht, ohne sie zurückzukehren. Monate, und irgendwann wurden es Jahre. So lange suchte Cadmus mit seinen Soldaten nach Europa, doch er konnte sie nirgends finden. Also fragte er das Orakel von Delphi. Er fragte das Orakel: Wann werde ich meine Schwester finden? Wo ist sie? Das Orakel antwortete ihm: Du wirst sie nicht finden, Cadmus. Zeus hat sie entführt, aber sie ist glücklich bei ihm. Cadmus war verzweifelt. Aber ohne Europa kann ich nie wieder zu meinem Vater zurückkehren. Das Orakel meinte daraufhin: Deine Bestimmung ist es auch nicht, zu deinem Vater zurückzukehren, Cadmus. Deine Bestimmung ist es, deine eigene Stadt zu gründen. Cadmus fragte daraufhin: Aber wo soll ich sie denn gründen, meine Stadt? Das Orakel sagte: Wenn ihr von hier fortgeht, du und deine Soldaten, werdet ihr irgendwann einer Kuh begegnen. Dieser Kuh werdet ihr folgen, Tag und Nacht, bis sie irgendwann anhält und anfängt zu grasen. Genau dort wirst du deine Stadt gründen, Cadmus. Nachdenklich befolgte Cadmus den Rat des Orakels und er lief los gemeinsam mit seinen Soldaten. Und schon nach kurzer Zeit begegneten sie einer Kuh. Es schien sogar so, als ob die Kuh auf sie gewartet hätte. Tag und Nacht folgten sie der Kuh und eines Tages tatsächlich hielt die Kuh an und fing an zu grasen. Cadmus war überglücklich. Er rief: Soldaten, ab heute suchen wir nicht mehr nach meiner Schwester. Heute gründen wir hier und jetzt eine Stadt. Die Soldaten waren glücklich und machten ein Lagerfeuer. Sie nahmen die Emporen und gingen zum Bach, um sie aufzufüllen und sich zu waschen. Dort griff sie aber ein Drache an und er tötete sie. Stunden vergingen und die Soldaten kamen immer noch nicht zurück. Und Cadmus machte sich Sorgen. Sein Gefühl sagte ihm, Lanze und Schwert mitzunehmen, und das tat er. Schon nach wenigen Minuten kam er am Bach an, und er sah das schlafende Ungeheuer und neben ihm seine toten Soldaten. Er hätte fliehen können, aber er tat es nicht. Er kletterte auf den nächstgelegenen Baum und stach seine Lanze dem Tier in den Rücken. Der Drache wachte auf und brüllte vor Schmerz, aber er lebte noch. Also bediente sich Cadmus seines Schwertes, und er tötete das Monstrum. Nun lag das Tier tot neben ihm. Aber nun stellte sich die Frage, wie sollte er seine eigene Stadt gründen, ohne Menschen? Doch genau in dem Augenblick sprach Pallas Athene, die Göttin der Weisheit, zu ihm, denn sie war seine Beschützerin. Sie sagte ihm, er solle dem Drachen die Zähne ausschlagen und sie einsehen, denn nach dem nächsten Reden würden Menschen daraus wachsen. Cadmus befolgte den Rat der Göttin und er schlug dem Tier die Zähne aus und säte sie ein. Und tatsächlich, nach dem nächsten Regen, wuchsen Menschen aus der Erde. Wahre Menschen. Zuerst zeigten sich nur die Spitzen der Helme und dann seine ganzen Soldaten. Sie waren wieder lebendig. Aber nicht nur Soldaten. Da waren auch Frauen und Kinder und sogar ganze Familien, die irgendwann vor langer, langer Zeit von den Drachen gefressen worden sind. Die Menschen waren überglücklich und sie freuten sich so sehr, wieder am Leben zu sein, dass sie riefen: Cadmus, du bist unser Retter! Und genau mit diesen Menschen gründete Cadmus seine Stadt. Und so entstand Theben. Dies war mein Video über Cadmus, den ältesten Sohn des Königs Adenor. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!